Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Kreativkanal. Ja, ich darf heute endlich nach 2 Tagen, die ich gewartet habe, ich habe bei Heidi wieder was bestellt und das Paket lag jetzt schon 2 Tage bei mir rum sozusagen. Ich hatte jetzt die letzten 2 Tage, ging es mir so vom Kopf her nicht so gut, Kopfschmerzen gehabt. Heute ist inzwischen Freitag, die Woche rast, finde ich derzeit so verrückt. Und dann habe ich jetzt den Nachmittag soweit mit Haushalt, Fensterputzen und allem Pipapo, was so ansteht vom Wochenende, damit ich am Wochenende ein bisschen painten kann, so erledigt. Und jetzt habe ich gedacht, belohne ich mich selber mit einem Unpacking und euch mit einem Unpacking-Video von der lieben Heidi. Was ich geshoppt habe, seht ihr jetzt. Hol mal das Päckchen hierher. Also ich habe die Adresse unerkenntlich gemacht, wisst ihr. Das hatte ich jetzt schon mal hier kurz aufgeschnitten. Damit es nicht so lang dauert mit dem Knistern und Schneidevorgang. Dreh es mal um. Haha, ein großes Päckchen. Ich bin gespannt, was alles drin ist. Schon mal. Seht ihr viel Zeitungspapier? Heidi, hast du mir nur Zeitung eingepackt? Nein, Quatsch, natürlich nicht. Kennt ihr ja selber von Sachen, die ihr bestimmt zugeschickt bekommt. Einfach nur, dass es bruchsicher bei euch zu Hause ankommt. So ist es hier bestimmt auch. Ein bisschen Rätsel machen könnte ich auch. Nein, Quatsch, Spaß beiseite jetzt. Kommt mal das Wichtigste. Heidi, Heidi, Heidi. Schön hast du es eingepackt. Guck mal mit rosa Papier. Oh, ich bin ja ein rosa Fan. Das wisst ihr, oder? Rosa, Rossi, Gold. Ich liebe es. Ja, was ist im Paket drin? Einmal schon mal, was die Heidi ganz typisch macht. Ein herzliches Dankeschön mit Gummibärchen. Gummibärchen kann man immer brauchen. Für zwischendurch. Oh, ich mache das jetzt mal behutsam weg. Und da steht auch nochmal am Washi-Tape. Thank you. Sehr schön. Dann hat das Paketchen drin. Ja, cool. Das wusste ich gar nicht, dass so ein DMC-Coach dabei ist. Das ist ja der Hammer. Das habe ich echt nicht gewusst. Guck mal, mit was für einem tollen Papier. Ah, richtig schön. Und dann ist hier dieses Loch und so, also richtig hochwertige Qualität, wenn man das schon in der Hand hat. Ja, was ist ein DM? Ja, halt's euch mal, ich wollte es euch unbedingt mal zeigen. Ja, was ist ein DMC-Coach? Ich weiß nicht, ob ihr das alle schon kennt oder ob ihr die selber verwendet. Ihr dürft mir auch gern in die Kommentare unten reinschreiben, ob ihr selber einen DMC-Coach habt oder verwendet. Das ist ein Coach, den man gut brauchen kann, wenn man mal ein Bild ohne an der Seite DMC-Nummern hat, nur die Farben. Und wenn ihr die dann aufbewahren wollt für ein anderes Bild oder als Reststeinchen, kann man hier von dem Bild, wo man haargenau weiß, die DMC-Nummer und die Farbe dazu da reinmachen. Ich demonstriere euch das mal kurz. Ich gucke gerade. Ich habe jetzt allerdings keine 154, da das ist so ein Bordeaux-Rot, das weiß ich zufällig auswendig. Was habe ich denn im Pardon? Im Pedo, Entschuldigung. Ja, ich habe eine neue. Wir machen die. Moment, muss ich mal kurz verrutschen. Wir machen die. Bin ich jetzt doof? Die 310. Genau, die 310 ist eine schwarz. Also da würdet ihr hier die 310 nehmen. Und die dann da nebendran painten mit doppelseitiger Klebefolie. Ich gucke jetzt gleich euch auch weiter ins Paketchen rein, was drinnen ist. Und da könnt ihr euch einmal eckige Steinchen und runde Steinchen dazu painten. Und dann könnt ihr immer, wenn ihr Bilder ohne DMC-Nummer habt, auf eurem Farbcoach, so nennen die Painter das, gerne nachsehen, welche Farbe was bedeutet. Genau. Da sind alle drauf, DMC-Nummern und Farben, die es gibt. Sehr, sehr schön.
Ich wusste echt nicht, dass das auch dabei ist. Vielen lieben Dank. Was habe ich noch geshoppt? Ich habe einiges geshoppt. Magnetchen habe ich geshoppt. Die sind auch immer so süß von der Heidi verpackt. Guck mal, mit Herzchen. Mit Herzchen. Liebe Herzen. Die packen wir jetzt mal aus. Ja, das Video dauert heute halt ein bisschen länger, weil ich echt, ihr wollt euch da mal mitnehmen, was ich so mir wieder ausgesucht habe. Es gibt im Moment auch noch in Heidis Shop, den es ja neu gibt, glaube noch 10% Rabatt. Ich verlinke euch auch den Rabattcode. Neueröffnung. Oh, ist das ein schöner Folienmagnet mit einer schönen Muschel. Glitzernd, Regenbogenfarben, richtig toll. Müll auf Seite. Einmal. Jetzt machen wir noch den zweiten Magneten auf. Nummer 2. Das ist ein Pilz. Oh, und der glitzert so schön. Ein kleiner süßer Funker. Funkel-Glückspilz. Genau. Heute zeige ich euch allerdings nicht, für was man die Folienmagnete unbedingt braucht. Da habe ich das andere Video Unpacking von der lieben Heidi. Also Kraft and Wedding. Da könnt ihr gerne mal reingucken. Oh, ein süßes Bonbon. Candy steht da drin. Seht ihr das? Ich bin so hippelig, weil ich mich so freue über die mega schönen Sachen. Und die sind richtig gut und hochwertig. Also ich habe ja schon mal Folienmagnete geshoppt. Und ich mag die. Genau. Dann einen Glitzerlolli mit einer Schleife dran. Sehr schön. Passt jetzt auch zu Sommer. Na, langsam, also bei uns scheint heute mal die Sonne und bis jetzt ist es trocken geblieben. Ich bin froh, wir haben hier hochwassertechnisch Gott sei Dank bis jetzt Glück. Wenn man so andere Leute ansieht, es tut mir mega leid für diese Menschen. Ja, und heute ist echt mal bei uns sonnig. Drum habe ich auch Fenster geputzt, weil sonst sieht man den Dreck an den Fenstern. Ja. Hier habe ich noch ein Melonenstückchen. Ach, ist das herzig. Guckt mal, wie schön. Also das sind meine geshoppten Magnetchen. Shop verlinke ich euch und ich verlinke euch auch den Rabattcode. Was hat denn Lenchen noch geshoppt? Ja, ganz viele. So, ja genau. Und dann habe ich noch dieses geshoppt, diesen Organizer für Reststeinchen. Ich wollte den jetzt auch haben. Ich habe zwar auch andere Möglichkeiten, die aufzubewahren, aber ich wollte die doch mit diesen Karteikarten hier. Und darum sind da auch so viele Tütchen drin, weil die für diese Reststeinchen, dieser Steinchenorganizer ist. Den packen wir jetzt mal zusammen aus. Da sind dann die Farbnummern, die Nummerierung drin. Guckt, oh, auch sehr hübsch. Also das ist in Ordnung, dass da jetzt nicht 154, 150 ist, sondern da kommt einfach alles aus der 100er Reihe rein. Da kommt dann alles aus der 200er Reihe rein, aus der 300er Reihe. Und so weiter bis normalerweise, genau, 5200. Sehr schön. Das Papier ist schön. Guckt euch mal die schönen Farben an. Gefällt mir. Und das ist auch so ein bisschen ein festerer, so eine Art Kartonpapier. Also richtig schön. Hat die Heidi richtig liebevoll gestaltet. Das war das. Das ist nur ein bisschen ordentlich, weil das möchte ich ja noch beibehalten. Ah, ich glaube, ich habe es kapiert. Bei mir dauert es manchmal. Das ist eine, ja, das ist so eine Klebebanderole. Das kenne ich noch vom Schultütenbasteln. Da habe ich das immer verwendet für den Rand außenrum. Ich glaube, das ist das, wo für die DMC-Nummern auch gedacht ist, mit Sicherheit.
wo dann auf den DMC-Coach draufkommt, wo man dann die Steinchen draufkleben kann. Doppelseitige Klebefolie. Sehr schön. Dann haben wir hier, das habe ich gleich kapiert. Dann haben wir hier die Kleber, die dann auf dieses Tütchen draufkommen. Da schreibt ihr die DMC-Nummer drauf, macht die da drauf und macht eure Reststeinchen da rein. So funktioniert das. Bestimmt genügend für die ganzen Farben. Und cool, eine richtig hochwertige Leitzkiste. Da seht ihr das schon mit so Fächerabteilungen, wo man die wunderbar einsortieren kann. Also so eine Organizerbox, Organisationsbox. Da kommen dann die Reststeinchen rein. Mach's mal kurz auf Seite. Boah, jetzt bin ich an der Lampe hängen geblieben, sorry. Ich habe zu viel Schwung genommen beim Karton auf Seite stellen. Ja, das waren meine schön geschoppten Sachen. Ich lege sie nochmal alle so ein bisschen schön hin, dass ihr es nochmal sehen könnt. Der DMC-Coach ist dabei. Die schönen Magnetchen. Dass ihr einfach nochmal so einen kleinen Rückblick habt, was war jetzt in dem Paket alles enthalten. Dann die Abteilungen, DMC, doppelseitige Klebefolie nochmal, also Klebeband, sorry, Klebefolie. Und Karteikarten für die Abtrennungen oder wo ihr dann hinten rein macht, dass man die Farben besser sieht. Ich mache wahrscheinlich irgendwann, je nach Zeit, ein Video rein, wie man diese Ordnungsbox bestückt. Ja, wie man das macht am besten. Dauert allerdings noch ein kleines bisschen, wenn ich mit meinen Pigmondo-Bildern fertig bin. Könnten wir das ja zusammen so einsortieren, wenn ihr mögt. Ja, das war schon mein Video über Heidis schönes Paket, worüber ich mich jetzt riesig gefreut habe, dass ich es heute auspacken konnte. Schöne Sachen, ganz tolle Qualität. Wie gesagt, ich verlinke euch den Shop. Und da habe ich noch einen Foliomagnet vergessen, den möchte ich nicht enthalten. Wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend, ein schönes Wochenende. Ich werde es jetzt zeitnah hochladen und bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart bei meinen wunderschönen geshoppten Sachen. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüssi!